You Staffel 3 hat offiziell begonnen und Leute können sich wieder Inspiration einholen, wie sie ordentlich auf Social Media stalken. Kleiner Witz am Rande, versteht sich. In diesem Video möchte ich euch 5 kurze, knackige Fakten über den Charakter Joe aus der Serie You vorstellen. Gerne abonnieren, solltest du ein You-Fan sein. Der Charakter Joe basiert tatsächlich auf einer echten Person. Nämlich ging die Drehbuchautorin Carolyn Kepnes eines Tages in ein Café und stellte fest, dass sie beobachtet wurde. Sie war nämlich gerade am Handy, ja, bei Social Media am Durchswipen, so wie immer, und hat gesehen, dass ein Mann sie von der Seite beobachtet hat. Und das war sehr, sehr, sehr creepy. Und genau in diesem Moment kam sie auf die Idee für diese Geschichte. Von daher, irgendwo da draußen läuft die Inspiration von Joe rum. Aber ich bin sicher, hier sind noch die ein oder anderen Stalker unterwegs, die alle denken, ach du Scheiße, wurde ich etwa verfilmt? Die U-Bahn-Szene, in der Beck unten auf die Gleise fällt, wurde nicht einfach so gedreht, sondern die wurde tatsächlich in einer U-Bahn gedreht. Aber dafür brauchten die erstmal ein Training. Nämlich wurde verlangt, dass ein 8-Stunden Sicherheitskurs absolviert wird, damit die überhaupt da unten runterspringen dürfen. Das Gute aber, nach Absolvierung des Kurses bekamen sie ein Zertifikat, womit sie tatsächlich für 1,5 Jahre durch U-Bahn-Gleise tingeln können. Obwohl Joe so ein notorischer Stalker ist und so gut mit Social Media umgehen kann, ist sein Schauspieler Penn Badgley das eigentlich selbst gar nicht. Am Set wurden sogar Witze gemacht über seine fehlende Affinität zu Social Media. Er wusste zum Beispiel nicht mal, was Tumblr ist. Ich selbst nutze es zwar auch nicht, aber man hat es ja schon mal gehört. Er bekam sogar Nachhilfe von seiner Kollegin Shay Mitchell. Die wollte nämlich nicht, dass er sich am Set blamiert. Und ja, also nicht nur Sicherheitskurse für U-Bahn, sondern auch Social Media Trainings. Eieiei, Schauspielern ist nicht so einfach, ne? Das Faszinierende an You ist ja, dass er selbst in der Serie, also Joe bzw. Penn Badgley, kaum reden muss, sondern das meiste sind ja Voice-Overs. Und für diese Voice-Overs, ja, muss er theoretisch am Set überhaupt keinen Text lernen. Das meiste steht tatsächlich auf so einem kleinen Post-it, was er mit sich rumträgt. Mehr muss er nicht lernen. Und wo wir bei Voice-Overs sind, seine ersten Schauspieljobs waren sogar Voice-Overs. Also er wurde von Radiosendern angeheuert und hat sogar für Nintendo 64 Spiele bestimmte Voice-Overs gemacht. Das heißt, einige von uns, die ältere Generation, hat ihn locker in irgendwelchen Spielen schon mal gehört. Naja, eigentlich nicht, weil wir haben ja die deutsche Version dann gehabt. Aber ihr wisst, was ich meine. Kurz, knackig, 5 Joe-Fakten. Jetzt könnt ihr in die Serie starten und habt das alles im Hinterkopf. Solltet ihr einige Sachen schon gewusst haben, schreibt es doch mal gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich sehr viel Spaß mit Staffel 3 von You. Ist ja jetzt auch auf Netflix. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!